Hallihallo, willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich Untersetzer machen in der Blumentechnik. Und ich möchte Pigmentpasten verwenden und Puder. So, hier habe ich schon mein transparentes Harz und das Harz, das Ultracast von der Stefanie Etta. Ich habe das für mich, für die Blumen, wirklich neu entdeckt oder erst entdeckt seit ein paar Wochen. Und das ist einfach toll. So, jetzt mixe ich mir meine erste Farbe zusammen und das ist ein Kupferton. Das ist ein Pulver und das Pulver ist auch von der Petra Jungblut. Also ihr müsst da mal schauen, die hat wirklich ganz tolle Farben. Und das zweite ist das Azurblau. Das ist so ein bisschen türkisblau. Richtig toll mit so einem leicht goldenen Stich. Gefällt mir sehr gut. Auch ein Puder. Die dritte Farbe ist dann ein Schwarz. Das mische ich mir auch relativ opak an, damit das nicht ganz so transparent ist. Ja, immer alles schön gut zusammenmischen. Und dann meine vierte Farbe ist das Weiß und das ist das Angel White von Lares. Und die liebe Laura von Laura's Art Corner hat mir das zur Verfügung gestellt. Zu dem Weiß, also muss ich sagen, dass ihr das bitte nicht zu opak anmischen sollt. Wenn ihr den Spachtel noch, das Holz noch so ein bisschen durchschimmert von dem Spachtel, dann ist es an sich so das richtige Mischverhältnis. Jetzt habe ich mir aber noch Interference Gold mit reingemischt. Das ist auch ein Puder. Das ist von der Laura. Ihr könnt natürlich auch da andere Produkte nehmen, weil die Laura sitzt in den USA und da macht es sicherlich keinen Sinn, die weiße Pigmentpaste aus den USA einzukaufen. Das ist eher interessant für die Leute aus Amerika. So, ich fülle mir jetzt gerade meine Form mit meinem transparenten Harz an. Und wie ihr seht, ist das auch schon relativ dickflüssig. Ich habe das gerade mal 20 Minuten stehen lassen und es wurde auch richtig gut warm. Aber das ist jetzt wirklich keine Indikation dafür, weil im Moment haben wir ja überall ziemlich hohe Temperaturen und das Harz, das reagiert ganz anders. Das wird viel, viel schneller warm. So, jetzt nehme ich mir noch mein Heißluftgerät und ich fülle mir da mal eben die Bläschen weg. Also nur mal ganz sachte, weil da müsst ihr immer vorsichtig sein, dass ihr euch das Harz und auch die Form nicht verbrennt. So, und jetzt gehe ich einfach mit ziemlich großen Spiralen in meine Form rein. Übrigens, diese Hexagon-Form ist von Molds & Shapes. Ich verlinke Molds & Shapes in meinem Beschreibungsbox. Und mit dem Promocode PT5 bekommt ihr 5% auf jeden Einkauf, den ihr macht. Also es lohnt sich schon. Schaut einfach mal bei denen vorbei. Die haben jetzt auch ganz, ganz tolle Weihnachtsformen. Ich weiß, wir sind erst im Juli, es ist sehr warm. Aber wer gerne was auf Weihnachtsmärkten machen will, man muss ja gut vorbereitet sein. Die haben ganz, ganz tolle Formen. Schaut einfach mal rein. So, wie gesagt, ich gehe mit diesen Spiralen einfach ziemlich grob dadurch. Habe auch ziemlich grobe Lücken. Ihr seht das, aber es kommen ja noch andere Farben hinzu. Ja, dann nehme ich mal eben das Dotting-Tool und ziehe mir meinen Anfang, der vielleicht etwas blobby werden könnte, ziehe ich mir mal eben so ein bisschen durch. So, zweite Farbe ist Kupfer und ich mache genau das Gleiche. Ich gehe jetzt am Rand, wo das Weiß ist, noch eben entlang.
Wie ihr seht, ich nehme mir wirklich meine Zeit, die Spiralen zu machen. Das Video ist schon ein bisschen schneller gemacht. Aber lasst euch da nicht hetzen. Nehmt einfach die Zeit, die ihr braucht und nie in Panik geraten. Und jetzt noch die vierte. Ich bin mal gespannt auf diese Farbkombination. Ich hoffe, das wird ganz nett und ganz gut. Nett ist ja an sich das böse Wort. Ich lache gerade. Jetzt kommt das Schwarz. Und ich gehe einfach, ja, da wo meine Kupferfarbe ist, gehe ich einfach entlang. Man sieht, dass das Weiß schon richtig gut gearbeitet hat, also dass das blüht schon richtig gut auf. Von daher bin ich relativ positiv gestimmt, dass das Ganze noch gut wird. Was ich merke, dass mein Harz wirklich richtig dick geworden ist. Das Ultrakass ist ja normalerweise ein Medium, also mittlere Viskosität. Also es ist nicht ganz so dick, aber es ist jetzt hier innerhalb von kürzester Zeit richtig zähflüssig geworden, was natürlich optimal für die Blumen ist. Aber es ist natürlich auch an der Grenze, dass es dann natürlich, ja, schon, wie nennt man das, aushärtet, ne? Also ich bewege mich da wirklich im extremen Randbereich gerade. Aber es funktioniert noch und da bin ich also sehr, sehr glücklich. Das Blau habe ich jetzt etwas dicker gegossen, weil meine Farben, die haben sich schon so gut ausgeweitet, dass da nicht mehr so viel Platz war. Deswegen habe ich ein bisschen dicker gegossen, damit man auf jeden Fall das Blau noch sieht. So, jetzt nehme ich noch mein restliches Weiß und ich gehe noch mal der Hexagonform entlang am äußersten Rand. Und ich hoffe natürlich, dass ich mir damit jetzt nicht noch im Nachhinein die Blume ruiniert habe, aber ich denke, das Ganze wird auch noch mal blühen. Aber ihr seht, das Weiß ist auch schon relativ fortgeschritten. Das ist wirklich, mehr darf ich nicht machen. So, und jetzt mache ich mir mein Muster. Ich gehe einfach den Ecken entlang, ziehe mir die Blütenblätter von außen nach innen. Und dann gehe ich auch den langen Linien entlang, auch von außen nach innen. Und dann noch einen kleinen Wirbel in die Mitte hinein. Und das ist dann auch schon meine Blume. Und das mache ich jetzt für alle restlichen drei Untersetzer genauso. Ja, ich hole mir gerade noch so ein Stückchen Papier, damit ich mein Dotting-Tool auch zwischendurch sauber machen kann. Selbst wenn ihr das Dotting-Tool verwendet, bitte versucht nicht an der Form entlang zu kratzen. Sicherlich ist es besser als ein Zahnstocher, aber auch hier besteht die Gefahr, dass ihr euch die Form zerkratzt. Silikon ist halt immer sehr empfindlich, also immer schön vorsichtig sein. Ja, ich finde, also ich bin total begeistert, wie die Blume schon geschlossen ist und auch mit den Farben. Also doch, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass die Rückseite auch gut aussieht. Das ist ja immer das Spannende. Aber wir werden sehen. Und jetzt noch meine letzte Blume. Was ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die Blütenblätter, die werfen so eine Art Schatten. Und immer wenn ich das habe,
bin ich an sich wirklich sehr, sehr positiv gestimmt, dass das auch gut klappen wird mit der Blume. Dass da keine großen Blobs drin sind. Aber wir werden es später sehen. Ja, und da habe ich dann gesehen, da habe ich noch ein Blütenblatt vergessen bei der dritten Form. Es kommt jetzt gleich. Dass mich da auch keiner drauf hinweist. Ja, aber ja, so weit, so gut. Das ist jetzt der nächste Tag und das sind 12 Stunden später und ich kann entformen, die sind gut ausgehärtet, gerade bei der Wärme. Da biegt sich nichts mehr und sie gehen auch gut aus der Form heraus. Ihr seht das. Ja, so jetzt bin ich mal gespannt, wie die Farben miteinander sind und ob das alles gut gepasst hat. Und schaut mal, ganz, ganz toll. Ich finde in der Mitte total interessant, dass das so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Auf Englisch heißt es Wispy. Ich komme gerade auf das deutsche Wort nicht. Sehr, sehr interessant. Also die Blumen gefallen mir total gut. Ja, und schaut mal da am Rand entlang, wenn ihr da so durchguckt, ihr seht die verschiedenen Lagen der Blumen. Und das ist auch immer total faszinierend zu sehen, was man da mit Harz erreichen kann. Ja, ich bin auch total froh mit dem Design der Blumen, doch gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt nochmal eine Nahaufnahme und schaut mal. Auch das Blau, das ist eine schöne Farbkombination. Ja, ich zeige euch gleich auch nochmal das Endprodukt und auch wie sich das Ganze mit den verschiedenen Lagen verhält. Das kommt jetzt gleich. Schaut mal, ganz, ganz toll. Das ist richtig, ja, gefällt mir richtig gut. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video auch. Und ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr noch meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich würde mich wirklich über ein Abo freuen und auf jeden Fall für einen Kommentar. Okay, ich sag bis dann, bis zum nächsten Video. Eure Petra. Ciao, ciao.